Wenn P gleich ist zu 1 plus 2 plus und immer so weiter bis plus 99 und Q gleich ist zu 1 plus 2 plus und immer so weiter bis plus 100, was ergibt dann die Quadratwurzel von P plus Q? Durch die Formel von Gauß wissen wir, dass man diese Summe berechnen kann durch die letzte Zahl 99 mal die darauf folgende 100 geteilt durch 2. Und 99 mal 50, das ergibt 4950. Durch die Formel von Gauß können wir diese Summe berechnen durch die letzte Zahl 100 mal die darauf folgende 101 geteilt durch 2. Und 50 mal 101, das ergibt 5050. P plus Q ist also die Summe dieser zwei Zahlen, das heißt 10.000. Und demzufolge ist die Quadratwurzel von P plus Q die Quadratwurzel von 10.000, also 100. Die Antwort A ist also die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.